Begrüße ich dich heute Abend ganz herzlich, liebe Melanie. Dankeschön. Wir haben ja beide einen bewegten Tag hinter uns. Wir haben ja vorhin schon kurz telefoniert, um uns einmal ja ein bisschen vorzubereiten und einzustimmen. Und ja, hallo an alle Mamas jetzt heute Abend, die live dabei sind. Und natürlich, falls du im Replay dann morgen oder die Tage dir das nochmal anschaust. Ich stelle mich noch mal kurz vor und dann natürlich auch Melanie, was sie macht, wie sie in den Moms Insider Club gekommen ist. Und für alle Mamas, die mich jetzt noch nicht kennen, die letzten beiden Wochen gingen ja bei uns hier in der Facebook-Gruppe um das Thema ja, Embodiment. Und ich bin Andrea Beerbaum, die Trainerin im Moms Insider Club für Embodiment. Also ich bin quasi dafür zuständig, den Insiderinnen einen Zugang, ein Bewusstsein zu eröffnen, warum Selfcare eben Teil ihres Business sein muss, nicht sollte, muss. Und dazu gibt es bei uns im Club eben einmal im Monat die Trainersprechstunden. In den ersten beiden Wochen habt ihr ja Katrin Weber kennengelernt zum Thema Positionierung. Dann jetzt diese beiden Wochen mich. Und im Anschluss folgt dann Anna Glück zum Thema Mindset. Ja, und den Impuls gab es ja schon. Und heute Abend habe ich die Insiderin Melanie Hoffmann eingeladen. Ja, und Melanie, du stellst dich am besten auch einfach mal selber vor. Okay, also ich bin tierisch nervös. Verzeiht mir, wenn ich jetzt gleich rumstottere. Ich bin auch überhaupt nicht vorbereitet. Sind ja unter uns hier. Ja, also ich bin Mel, bin durch Zufall im Club gelandet. Ich bin eigentlich direkt vor der FMB drüber gestolpert, dass es da ja einen Club gibt und dass es da ganz viele Mamas gibt, die sich zusammengeschlossen haben, beziehungsweise die in einer Gruppe sind und sich da austauschen und sich Tipps holen. Und dann habe ich Katrin durch die persönliche Begrüßung in der Gruppe kennengelernt und bin eigentlich auch direkt eingestiegen. Also ich habe da nicht drüber nachgedacht, sondern habe einfach gesagt, ich mache es jetzt. Sehr gut, eine Bauchentscheidung sozusagen. Ich bin ein absoluter Bauchherzmensch. Wenn ich mit dem Kopf was entscheide, das geht schief. Ja. Das ist schon mal sehr gut, ja. Okay, ja. Und was ist denn dein Business? Mein Business ist das E-Mail-Marketing, sprich ich helfe meinen Kundinnen, also hauptsächlich Kundinnen, ihr Business bekannt zu machen, die Leads, die sie schon haben, die vielleicht noch so ein bisschen kälter sind, einfach auch zu halten und einfach aus Interessenten Kunden zu machen. Ja, okay. Und das Ganze machst du virtuell, nehme ich mal an. Also als digital. Virtuelle Assistentin, genau. Ja. Für die Mamas, die noch recht frisch sind oder vielleicht noch gar nicht gestartet sind, wir sind ja jetzt outside des Insider-Clubs sozusagen in der Gruppe, ja. Und falls du das nicht kennst, den Begriff virtuelle Assistenz, das macht gar nichts. Ich selber kannte den vor etwas mehr als einem Jahr auch noch nicht. Und ich kann nur allen Mamas raten, gerade den berufstätigen Mamas, sucht euch frühzeitig Unterstützung, wo wir auch schon wieder beim Thema Selfcare und des heutigen Abends sind. Wie Mel, super Ansprechpartnerin, also gebt ab, was nicht eure Kernkompetenz ist und was für euch nicht direkt eine umsatzbringende Maßnahme ist und das frühzeitig. Man muss dafür nicht erst sechsstellige Umsätze haben. So viel mal an der Stelle. Vor allen Dingen virtuelle Assistentinnen arbeiten auf Stundenbasis. Ihr müsst da nicht monatlich 500, 700 Euro reinstecken, sondern nur das, was wir für euch machen. Ja. Und das kann ja gerade jetzt, wenn wir mal bei E-Mail-Marketing sind, erstmal eine E-Mail-Serie sein, eine Willkommensequenz oder was auch immer, dass es überhaupt läuft. Genau. Ja, wunderbar. Ja, und jetzt sitzen wir hier ja beide, weil wir auch Mama sind, ne, nicht nur berufstätig und ein Business haben. Ich habe ja schon relativ große Kinder, 4 an der Zahl, von 9 bis 18. Und deins ist noch ein bisschen kleiner. Magst du mal kurz erzählen, wieso deine Mama Business-Alltagssituation aussieht? Sehr chaotisch strukturiert. Also ich habe eine kleine anderthalbjährige Tochter, die ist jetzt gerade vor 2 Tagen anderthalb geworden. Ja, ich habe sie 24/7 zu Hause noch. Ja, gerade heute ist so ein ganz typischer Mamatag. Wir sind in der Eingewöhnung bei der Tagesmama. Mein Kind, die größte Überraschung überhaupt, 3. Tag, guckt mich an. Die Mama, so nach dem Motto, du kannst mal bitte gehen. Mhm. Als Mama eine
schöne Situation. Ja, da blutet das Mamaherz, aber die Kleine scheint sich ja wohl zu fühlen. Das entlastet ja dann auch irgendwo, ne? Genau, also am Anfang habe ich geheult, als ich im Auto saß und dann so im Nachhinein, eigentlich bin ich stolz und das ist auch alles gut, so wie es ist. Ja. Aber wie es dann so ist, vor einer Stunde fing sie dann an mit über 39 Fieber und eigentlich sollte sie schon im Bett liegen vor einer Stunde. Ich bin jetzt gerade direkt vom Kinderzimmer ins Bett bringen, Einschlafbegleitung hier rüber gehüpft. Also ja. Das ist einmal kurz auf die Terrasse Luft holen und weitermachen. Genau, da sind wir nämlich an dem Punkt, was machen wir ja in diesen Embodiment-Sprechungen, wofür ist es überhaupt gut? Also erstmal verbinden ja viele, ich auch am Anfang, nur mit Business und selbstständig machen, ja, ich brauche einen Businessplan, dann brauche ich eine Produktstrategie, dann was koste ich denn in einer Stunde, also was bin ich denn wert oder meine Arbeitsleistung? Und ja, eventuell, wie mache ich denn das noch mit der Kinderbetreuung, ist ja auch eine wichtige Frage, also bei kleinen Kindern. Bei Großen wie meinen, wir hatten heute, kann ich ja auch mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern, so ein kleines Teenager-Drama, also die mittleren 13 und fast 15, ähnlich wie Kleinkinder, nur dass sie mehr Augenrollen und mehr Widerworte geben. Thema Schule und krank und fühlt sich nicht und überhaupt, also da war ich auch den halben Vormittag mit beschäftigt. Und jetzt sind wir ja Mama. Und dann sind wir berufstätig, dabei noch selbstständig. Also es kommt auch kein Chef und sagt, Frau Hoffmann, Frau Baerbaum, jetzt aber mal. Ne, da müssen wir selber für sorgen. Und jetzt hast du gerade ganz schön gesagt, du kommst von einem fiebernden Kind aus dem Kinderzimmer jetzt hier rein. Was ja dein Business mehr oder weniger ist. Also du gehst ja jetzt auch raus aus deiner Komfortzone, wirst sichtbar und machst den anderen Mamas Mut, dass das auch wirklich funktioniert, was wir hier tun. Aber du hattest nicht wirklich jetzt Pause dazwischen und bist einmal rausgegangen, hast durchgeatmet. Das ist das, was ich eben mitgeben möchte in den Sprechstunden. Wo findet ihr denn statt? Wo findest du statt? Und ich habe Mel gefragt, ob sie heute ins Interview kommt, weil mir das einfach so im Gedächtnis geblieben ist, das Thema, wo findest du statt? Und Mel, bei dir war es am Anfang so, ja, schlafen mache ich irgendwann. Ne? Ja. Also das war ein Thema. Und hat sich das verändert? Also ja, ich lasse das Business halt einfach mal liegen zwischendurch. Ne? Mhm. Also Andrea spielt darauf an, dass ich tagsüber Mama war, abends um 9 mich am Schreibtisch gesetzt habe und bis nachts um 1 gearbeitet habe und morgens um 5 oder 6 mit der Kleinen wieder aufgestanden bin. Das war so ein paar Monate mein Alltag. Und ich habe dann gefragt, wann schläfst du und wie lange willst du das machen? So. Ja. Und irgendwann ist dann so die Zeit entstanden, dass ich dann einfach wirklich so, ja, jetzt brauche ich Luft, jetzt kann ich gar nichts mehr. Dann habe ich 2 Wochen komplett aussetzen müssen. Ich habe wirklich nichts mehr geschafft. Ich habe den Haushalt auch abends für meinen Mann übergelassen. Der war auch hellauf begeistert von der ganzen Situation. Ging also so im Ganzen nicht weiter und jetzt ist es tatsächlich so wie heute. Ich mache jetzt zwar noch das Interview, aber der Rechner geht hinterher aus. Ich mache auch nichts mehr. Ich habe es einfach so strukturiert, dass ich jetzt vielleicht noch 3 Stunden abends was mache, aber Punkt 10 klingelt mein Wecker abends und dann ist aus, dann ist Schluss. Ja, und das ist ja auch okay, dass gerade wenn du ein kleines Kind hast und dann sind die ja am Anfang auch viel krank und wir haben jetzt Erkältungszeit, also brauchen wir uns ja alles nicht schön reden, aber es ist möglich, dass wir uns da einfach anders organisieren, wenn wir ein Bewusstsein dafür haben und da komme ich ja immer einmal im Monat ins Spiel und erinnere da so sanft, aber direkt dran, dass wenn wir, und das ist ja bei uns Mamas schon drin, ne, wir machen ja eh immer und sind immer abrufbar und spannenderweise, obwohl wir 2021 haben, du wirst es erleben, die Mamas sind immer die, die angerufen werden. Von der Kita, von der Schule, ob es einen Papa gibt oder nicht. Das Erste, was klingelt, ist mein Telefon. Ich mache das jetzt ja schon seit 18 Jahren mit den Kindern, ne? Und wir sind dann immer versucht, ne, auch zu kommen. Und wenn wir selbstständig sind, und dann machen wir das. Also wir sind immer in dieser Mama-Rolle und dann auch das Selbstständige, den wollen wir ja auch noch gerecht werden. Dann hast du einen Auftrag. Bei dir ist es wahrscheinlich auch so, E-Mail-Marketing, wirst du Deadlines haben? Wann soll der Newsletter daraus? Wann muss da eine E-Mail-Serie stehen? Da gibt es Deadlines. Und dann können wir natürlich nicht sagen, ja, die hatte jetzt Fieber, die wollte jetzt nicht in die Kita oder was auch immer.
die Deadline gibt, sonst sind die Kunden auch schneller weg, als wir gucken können. Da darf man sich die Kunden aber auch aussuchen. Also Deadlines habe ich definitiv, aber ich habe jetzt in den letzten 4 Wochen 3 Kunden verloren, weil ich einfach gesagt habe, so, ich bin jetzt nicht mehr rund um die Uhr erreichbar, ich arbeite nicht mehr rund um die Uhr und es ist was bei dir liegen geblieben. Plus, dass die auch mal eine Nachricht bekommen haben, du, an dem Termin kann ich erst 10 Minuten später teilnehmen, weil ich bin Mama. Aber ich mache die Selbstständigkeit ja, weil ich Mama bin und weil ich für mein Kind da sein will. Und das ist ein Umdenken, was auch erst durch Andreas zurechtstupsen stattgefunden hat. Ja, genau. Das ist super und das ist wichtig, dass du es auch sagst. Die Kunden dürfen dann auch gehen, ne? Also wir sind selbstständig und wir sind für die Kunden, die wir anziehen, selber verantwortlich. Und das ist eben, was wir ausstrahlen. Das hast du ein super Beispiel gebracht, ne? Ich hatte auch Kunden am Anfang, die dachten, ich bin 24/7 verfügbar. Warum auch immer, die das dachten. Ich habe das ausgestrahlt und da dürfen wir Nein sagen. Und das ist Selfcare. Das ist Selfcare im Business, zu sagen, hey, ja, kann ich machen. Du hast es ja irgendwie, dann warst du auch 2 Wochen out of order komplett. Und damit das nicht passiert, damit bin ich irgendwie, also wir können durchpowern. Und wenn wir einen Launch haben, Produktlaunch, also irgendetwas auf die Bahn bringen, in den Verkauf bringen, dann ist das in Ordnung. Das können wir aber nicht 24/7 das ganze Jahr. Dann geht das irgendwann nach hinten los. Und dann werden wir unzuverlässig und dann gehen Kunden, die wir vielleicht auch gerne behalten hätten. Und das ist super, dass du da jetzt schon, du bist ja noch relativ am Anfang vom Business, richtig? Naja, ich bin jetzt 1,5 Jahre selbstständig, aber ich habe alles umstrukturiert. Also in dem Bereich und mit der Struktur, die ich jetzt habe, bin ich neu, seit 3 Monaten. Ja, und du bist, also wenn du sagst, du bist seit 1,5 Jahren selbstständig, dann ist das ja direkt nach der Geburt von der Kleinen gewesen. Ja, da fing das an. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Du bist dann in die neue Rolle erstmal als Mama ja gekommen. Ihr durftet euch erstmal kennenlernen, ihr als Familie, du mit deiner Tochter und dann noch das Business. Also es war auch ganz schön viel Neues auf einmal. Ja, also so richtig mit Gewerbe gestartet bin ich im September letzten Jahres. Aber diese ganzen Ideen und das ganze Vorbereiten, was man halt so macht, das war halt wirklich mit Geburt des Kindes, ja. Das ist ja interessant. Das ist auch ein sehr kreativer Prozess dann gewesen, ne, für dich. Ja, das war, Mama sein war total toll und total überwältigend. Das war so die Inspiration. Ja, die Idee virtuelle Assistentin hatte ich, bevor es in Deutschland eine virtuelle Assistentin gab. Das gibt es ja erst seit 2-3 Jahren so bekannt, sage ich mal. Mhm. Und 2014 saß ich mit meinem damaligen Freund, jetzt auch immer noch zusammen, Vater meiner Tochter, im Wohnzimmer und sagte, ich würde gern von zu Hause aus einfach nur Rechnung schreiben. Warum muss ich jeden Tag zur Arbeit fahren? Aber es kannte keiner, es gab es nicht. Dementsprechend bin ich weiter arbeiten gegangen. Ja. Aber so vom Ding her, die Idee gab es schon. Und mit der Geburt war es halt einfach, ja, das Versprechen an meine Tochter, ich tue alles dafür, dass es ihr gut geht. Und in dem Moment, klick, nee, ich mach das jetzt. Ja, also, ne, für alle, die jetzt noch überlegen, oh, kann ich das machen, selbstständig geht es. Und vielleicht, die jetzt schwanger sind oder die einen Kinderwunsch noch haben, vielleicht ein zweites oder ein drittes Kind haben, es ist alles möglich, ihr Lieben. Ihr habt es jetzt von Mel gehört, Struktur. Und das geht leider bei uns Mamas nicht ohne. Wir brauchen eine Struktur, auch wenn das vielleicht paradox klingt. Wie soll ich denn was planen bei diesen ganzen Eventualitäten? Ja, wir planen Zeitpuffer für uns ein. Das ist so ein bisschen das, wie machen wir das denn? Indem wir uns ganz fest selber einplanen in diesen Ober-Business-Kontext, setzen wir uns selber als Prio und dann die Kinder. Und dann das Business drumherum. Und wenn wir dem allen genug Zeit einräumen und das halbwegs gut strukturiert haben, dann kann uns auch sowas wie Fieberschub am Abend, kränkelndes Teenager-Drama-Kind am Morgen nicht so umhauen. Weil diese Rahmenbedingungen bleiben ja. Die Kinder haben wir mindestens 18 Jahre, plus minus, ne? Da müssen wir jetzt mit arbeiten, ne? Und da dürfen wir nicht nur unser Business an Veränderungen anpassen, wie wir das ja jetzt auch, ich brauche es niemandem mehr erzählen, Corona gemacht haben. Deswegen sitze ich auch heute hier überhaupt online, sonst hätten wir beide uns auch nie kennengelernt. Ich war ja ein Offline-Mensch. Ich musste mich ja auch anpassen. Hast du gut gemacht. Und so müssen wir das,
Ja, danke. Und so müssen wir das mit den Kindern eben auch anpassen. Wir wissen einfach nicht, was uns morgen erwartet. Ne? Deine Kleine geht jetzt zur Tagesmutter und jetzt hat sie Fieber und jetzt musst du morgen erstmal neu gucken. Also es ist ein bisschen so im Hier und Jetzt leben. Es ist ganz viel annehmen, was ist und das Beste draus machen. Und man kann das tatsächlich ein bisschen entspannter machen, ja, wenn man einfach auch Zeit für sich eingeplant hat. Und wenn das nur einmal kurz ist, rausgehen und Luft holen, was du eben gemacht hast. Super. Das muss man üben, aber ja, es hilft. Und man arbeitet auch tatsächlich konzentrierter und strukturierter, wenn man es denn absolut dann durchzieht. Du hattest recht. Ja, und dafür gibt es, ne, die monatlichen Sprechstunden, die ja alle Trainer bei uns machen, also Katrin Weber und Anna Glück und ich. Und zudem kann man uns ja auch in der Facebook-Gruppe hier anschreiben und die Mitglieder, die Insiderinnen können das auch im Club dann intern machen. Und so hoffe ich, haben wir euch heute Abend einen kleinen Einblick gegeben, was denn jetzt konkret die Embodiment-Sprechstunde tun kann. Also, Mel hat mir von ihrem Business-Mama-Alltag berichtet und ich habe da so ein paar kleine Stellschrauben gedreht, angedacht und es bewirkt so viel, wenn es nur ein paar Minuten sind. Es muss gar nicht der große, sag ich jetzt mal, Yoga-Self-Care-Equipment-Raum sein. Nein, definitiv nicht. Ja, dann bedanke ich mich ganz lieb bei dir, dass du reingeschaut, geschafft hast und wünsche der Kleinen gute Besserung, dass es morgen ein Tag wird, wie du ihn ursprünglich geplant hast und ansonsten ihn aber gut meistern kannst mit einer Tasse Tee, Kaffee oder zwischendurch einfach mal draußen ab. Dankeschön und ich danke auch für die Einladung. Sehr gerne. Und wir sehen uns ja spätestens zur Embodiment-Sprechstunde und natürlich auch zwischendurch. Alles klar. Einen schönen Abend. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss. Bis bald.